Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Martin Födisch ist mein Gast. Er war schon mal hier. Wir haben damals über Mobbing gesprochen und heute sprechen wir über Gewaltprävention. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte nochmal selbst vor. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin immer froh, über diese Dinge sprechen zu können. Mein Name ist Martin Fürdisch, ich bin Trainer für Gewaltkompetenz. Das bedeutet, auf allen Ebenen versuche ich, Menschen sicherer zu machen, ob das in der Wahrnehmung ist, in der Kommunikation oder auch in der Begegnung von direkter körperlicher Gewalt. Das ist ausgerichtet auf alle Menschen, die viel mit sowas zu tun haben, vom durchschnittlichen Zivilisten über Berufsgruppen wie Sanitäter, Pflegekräfte, Lehrer, aber halt auch in Schulen ist der Umgang mit Gewalt ein sehr wichtiges Thema. Gewaltprävention, wie präsent ist dieses Thema überhaupt an Schulen? Das ist ja, also du wirst ja von Schulen angefragt, beschäftigst dich mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften mit diesem Thema. Wie präsent ist das? Das ist eine sehr spannende Frage. Da können wir einerseits ein bisschen in die Statistiken gucken, ne, wie dominant ist das Thema Gewalt, und andererseits haben wir so ganz viele anekdotische Beweise von Menschen, die Geschichten erzählen oder ansprechen. Ich war letzte Woche auf einer Elternratssitzung bei einer Schule hier in Hamburg, die halt angefragt haben, ob ich mal vorbeikommen kann, um mit ihnen über genau dieses Thema zu sprechen, weil nach deren Gefühl war an der Schule ein massives Gewaltproblem und die würden gern was dagegen machen. Und das kam dann so durch in dieser Elternratssitzung, dass eigentlich alle Eltern, die da waren, von ihren Kindern aus den jeweiligen Klassen irgendwas mitbekommen hatten, aber das Gefühl so war, dass es immer Einzelfälle sind, die nur eine Klasse waren. Und da war dann richtig ein Gefühl der Überraschung und auch der Empörung im Raum, als sie gemerkt haben, dass das nicht diese Einzelfälle sind, sondern dass das ein Großes und Ganzes ist. Und gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, alleine gelassen zu sein damit, weil es halt nicht wirklich schlüssige, langfristige Konzepte gibt, wie Kinder und Jugendliche auf Gewalt vorbereitet werden. Es gibt immer mal wieder einzelne Programme. Und meiner Erfahrung nach sind diese einzelnen Programme oft sogar sehr, sehr gut. Aber sie sind halt einzeln. Sie finden mal für einen Jahrgang statt oder mal für ein paar Wochen oder mal an einer Schule. Aber im Großen und Ganzen, den Umgang mit Gewalt an Schulen zu thematisieren, da haben wir, glaube ich, noch was aufzuholen. Und ich möchte gleich am Anfang eine Analogie aufmachen, die ich da sehr hilfreich finde, nämlich die Analogie zum Sexualkundeunterricht. Vor Jahrzehnten war das nicht Thema an Schulen, dass man Kindern und Jugendlichen erklärt hat, wie Sex funktioniert und wie man halt auch sicher damit umgeht. Trotzdem hatten natürlich Kinder und Jugendliche irgendwann alle Sex. Bedeutet, da gab es dann mehr Schwangerschaften, die ungewollt waren, mehr Krankheiten, mehr emotionaler Stress. Und im Maße, wo Kinder besser aufgeklärt wurden, haben sie auch besser einen Umgang mit diesen Themen gefunden. Und Gewalt ist so ähnlich. Wenn wir nicht über Gewalt sprechen, haben Kinder und Jugendliche trotzdem Probleme damit. Aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, das zu ignorieren und nicht zu bearbeiten, ist nicht nützlich. Kinder haben nicht weniger Gewaltprobleme, wenn man sie nicht auf Gewalt vorbereitet. Im Gegenteil ist die Vorbereitung auf Gewalt ein Anker, um dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Probleme entstehen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, sowas genauso wie Sexualkundeunterricht in die Schule, in den Kanon der Schule zu integrieren, in welcher Jahrgangsstufe sollte das denn wie gemacht sein? Da muss man ganz, ganz stark differenzieren. Kinder und Jugendliche funktionieren mental sehr anders. Da ist ein Reifeprozess, da ist eine Autonomiebildung dabei, da ist ein besseres Verständnis, das mit jedem Jahr dazukommt. Bedeutet, Jugendlichen kann man sehr offen und auch sehr ehrlich thematisieren, wie Gewalt funktioniert. Was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ich zeige Videos von realen Gewalttaten, dass man dann halt Überwachungs- oder Handykamera-Videos zeigt, um zu demonstrieren, wie so eine Situation aussieht, welche Faktoren eine Rolle spielen, welche Körpersprache aggressive Menschen haben, wie es aussieht, wenn Menschen sich schlagen. All diese Dinge kann man Jugendlichen zeigen. Man muss das natürlich sinnvoll vor- und nachbereiten und die nicht einfach nur schockieren, sondern man erklärt denen, wozu man das macht. Man achtet auf psychologischen Stress, man macht ein Debriefing nach dem Video. Also es muss schon sinnvoll sein, das mit Kindern zu machen, wäre hochgradig fahrlässig. Weil Kinder sollen eine möglichst gewaltfreie Kindheit haben.
je gewaltfreier die Kindheit ist, desto besser. Und auch das Sehen von Gewalt oder das Besprechen von heftiger Gewalt kann Stress ausüben und kann eine Entwicklung stören. Das heißt, bei Kindern ist es sehr viel wichtiger, Selbstbewusstsein zu fördern und Kompetenzen aufzubauen. Das können kommunikative Kompetenzen sein, dass sie zum Beispiel lernen, klar Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, wenn sie irgendwas nicht wollen. Es können körperliche Kompetenzen sein, dass sie halt ein Gefühl dafür kriegen, wie ist es überhaupt zu rangeln zum Beispiel. Das sind so Dinge, das ist sehr nützlich. Kinder in, ich sag mal, einen Judo-Unterricht zu schicken, ist was richtig Gutes, weil da lernen die Körperkontakt, da lernen die ehrlichen, respektvollen Umgang miteinander. Aber das ist nicht dasselbe wie zu lernen, mit Gewalt umzugehen. Das heißt, da ist so ein bisschen die Grenze irgendwo zwischen Kinder- und Jugendalter. Und dann muss man wieder mit Fingerspitzengefühl auf den Einzelnen gucken, weil manche Menschen sind mit 14 schon sehr reif. Und mit denen kann man problemlos ernsthaft über Gewalt sprechen. Manche sind noch sehr kindlich und da wäre ich dann vorsichtig. Aus meiner Erfahrung ist 14 so die magische Grenze. Okay, also aber ein wichtiger Hinweis, für Kinder ist es wichtig, dieses Nein sagen zu können, ja, sich selbst stark zu fühlen, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Training. Und wir sind dann, ich sage mal, in so in Klasse 7, 8, 9, wo es dann halt Richtung Gewaltprävention dann gehen kann. Und du hast gesagt, miteinander rangeln, also auch körperliche Erfahrung spielt da Rolle. Du bist ja auch Kampfsportler. Wie wichtig ist denn diese körperliche Erfahrung in dem Umgang mit Gewalt? Ist das, man könnte jetzt von außen stehen sagen, das ist eher kontraproduktiv, die Kinder miteinander körperlich werden zu lassen, wenn es doch um Prävention geht. Sind das, ja, ist das different oder dann doch nicht? Gerade bei Kindern, wenn wir über Kinder sprechen und über Körperlichkeit im Training, müssen wir ganz stark unterscheiden, dass es kein taktisches Training ist. Also ich würde kleinen Kindern nicht zeigen, zum Beispiel, wie sie effizient schlagen. Weil dann in einem Moment, wo die Wut das Kind übermannt und es hat gerade gelernt, mit voller Wucht zuzuschlagen, dann haut es dem anderen Kind halt auch hart gegen den Kopf. Bedeutet, diese taktischen Fähigkeiten, die sind sehr unangebracht in einem Kindertraining. Was Kinder aber sehr wohl lernen sollen, ist, mit ihrer Kraft und ihrer Körperlichkeit umzugehen und dann mal auf eine spielerische Art und Weise ihnen beizubringen, wie sie Menschen bewegen oder auch wie sie Menschen festhalten, kann sehr praktisch sein. So ein schönes Spiel, was ich aus dem Kinderunterricht kenne, ist, man hat so eine Weichbodenmatte und dann stellt man da zwei Kinder drauf und die sollen sich gegenseitig runterschieben. Und wer gewinnt, bleibt halt drauf und dann kommt der nächste rein. Da ist ein Gefühl von Erfolg, wenn man etwas Körperliches macht. Da ist aber auch die Möglichkeit, dass jemand, der vielleicht kleiner, leichter ist, aber es cleverer macht, besser dasteht als jemand, der groß und schwer ist. Die Kinder lernen, in einem ehrlichen Wettstreit auch was Körperliches zu machen. Das hat ganz viel mit Charakterbildung zu tun, nicht mit Taktik. Das ist so der Hauptunterschied. Aber implizit sind da auch schon ein paar taktische Ideen mit drin, weil wenn mich jemand schlägt, oder auch packt und schubst und ich kann den besser festhalten, als er mich festhalten kann, bin ich ja auch in dem Moment einigermaßen geschützt. Und um da direkt so eine kleine Fehlannahme rauszuziehen, die ich so ein bisschen gehört habe, ne, ist das kontraproduktiv, Kindern Gewalt beizubringen? Jein. Wenn der andere Mensch sich für Gewalt entscheidet und ich bin nicht fähig, selber mit Gewalt klarzukommen, dann habe ich ein Riesenproblem. Bedeutet, Gewaltkompetenz ist auch die Fähigkeit, mit Gewalt umzugehen und im Notfall auch selber Gewalt auszuüben. Wie gesagt, bei Kindern muss man da ganz, ganz vorsichtig sein. Jugendlichen kann man schon sehr viel eher beibringen, zum Beispiel zu schlagen, Schläge zu blocken, ernstere Gewaltsituationen zu begegnen, weil diese Kompetenz halt da sein muss. Gewalt ist etwas, was der andere mir aufzwingt. Und wenn ich im Extrem keine Möglichkeiten habe, mich dagegen zu behaupten und zu wehren, dann bin ich halt das Opfer in dem Moment. Gehen wir jetzt mal tatsächlich zum Schluss von Kindern und Jugendlichen weg. Wir bilden bei uns hier Lehrerinnen und Lehrer aus. Der Realschule Plus. Und man hört ja schon oder wir erfahren, dass es Schlägereien auf Schulhöfen gibt, wo der Lehrer, die Lehrerin dann vielleicht schlichten muss, wo man einen Schüler mal festhalten muss, der sich selbst verletzt oder wo vielleicht Eltern, tatsächlich gibt es das ja auch, Unfrieden stiften bis hin zur Gewalt. Wenden sich auch Lehrerinnen und Lehrer an dich oder was würdest du denen raten, mit Gewalt umzugehen?
Definitiv. Lehrkräfte sollten genauso fortgebildet werden wie alle anderen Berufsgruppen, die auf irgendeine Art und Weise mit Aggression und Gewalt zu tun haben. Und dann muss man da wieder ganz klar unterscheiden, was möchte man erreichen. Was du gesagt hast, eine Trennung von Streitenden oder ein Schüler, der sich selbst verletzt, dass man diesen unter Kontrolle bringt, das ist in dem Moment schlichtweg notwendig. Das ist leichter körperlicher Zwang, um eine schwerere körperliche Verletzung zu verhindern. Das muss sein in dem Moment. Das darf ein Lehrer machen und das muss ein Lehrer sogar machen in dem Moment. Selbstverständlich sollte man wissen, wie es clever ist und das kann man trainieren, wie man Menschen voneinander trennt, wie man Menschen festhält, dass sie sich nicht mehr wirklich selbst verletzen können. Für Lehrkräfte ist meiner Meinung nach aber eigentlich wichtiger, gut in Kommunikation zu werden, weil die meisten Probleme sind sozialer und kommunikativer Natur und die meisten Sachen müssen irgendwie geschlichtet werden. Wenn wir jetzt Lehrkräfte zum richtig krassen Fighter ausbilden und ich übertreibe massiv, die können jetzt jeden aggressiven Schüler K.O. schlagen, das bringt rein gar nichts. Damit verschärft man diese Probleme, die charakterlicher Natur sind bei den Jugendlichen, nur noch stärker. Und mit guter Kommunikation, mit einem Verständnis für Gewalt, Missbrauch, psychologischen Stress, können Lehrkräfte sowas lindern. Nicht unbedingt komplett aufheben, aber trotzdem positiv entgegenwirken. Wenn wir über Eltern sprechen, die aggressiv werden, dann ist das wieder eine ganz andere Nummer. Weil den Eltern gegenüber haben die Lehrkräfte kein fürsorgliches Verhältnis. Für ihre Schüler müssen sie sorgen. Und da müssen sie auch darauf achten, dass es denen möglichst gut geht. Das ist die Aufgabe des Lehrers. Bei Eltern hingegen, wenn ein Vater oder eine Mutter im Elterngespräch durchdreht, dann ist das wie eine Konfliktsituation zwischen Erwachsenen. Selbstverständlich sollte die Lehrkraft da versuchen zu deeskalieren, vielleicht den Raum zu verlassen, wenn es möglich ist. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist da ganz normale Notwehr angebracht mit den körperlichen Maßnahmen, die schlichtweg erforderlich sind. Lieber Martin, wir haben jetzt ganz viele Punkte angesprochen, von Kindern über Jugendliche, Prävention, Körperlichkeit, Notfallsituationen mit Eltern. Wir könnten Stunden weitersprechen, aber natürlich in diesem Format nicht. Aber viele werden sich an dich wenden wollen, um weiter ins Gespräch zu kommen. Wie erreicht man dich, lieber Martin? Ich habe meine eigene Methode, um Selbstschutz im weitesten Sinne zu unterrichten, egal für wen, für welche Gruppe. Und da kann man mich über meine Website erreichen, critical-response.com. Ansonsten Facebook, Instagram, YouTube. Schreibt mich einfach an, schickt mir eine Nachricht, schickt mir eine Mail. Ich freue mich immer über Menschen, die Interesse haben, die Fragen stellen, die schlauer werden wollen, sich austauschen. Und wenn ihr mich dabei noch für einen Kurs bucht, freue ich mich natürlich umso mehr. Lieber Martin, herzlichen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Den Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Feedback schreiben an mail@seminar-trier.de und am nächsten Dienstag gerne wieder einschalten. Bis dann.